Es ist wieder Zeit für einen weiteren Videoblog-Eintrag zu Rocky das Musical. Und diese Woche bin ich doch tatsächlich in Philadelphia, in der Geburtsstätte von Rocky. Jetzt werde ich mir erstmal die Stadt angucken, zum Finale natürlich die Treppen rauflaufen, da wo Rocky für seinen Kampf gegen Apollo trainiert hat. Jetzt erstmal löse ich die Frage auf, welchen Dichter hatte Alex Bereker im letzten Eintrag auf seiner Brust stehen, auf seinem Shirt? Es war Goethe. Also herzlichen Glückwunsch für 2 Tickets an den glücklichen Gewinner. Wow, ich bin echt beeindruckt von Philadelphia. Es ist eine wunderschöne Stadt. Sie hat viele Parallelen zu Hamburg. Sie ist sehr urban und modern zur selben Zeit. Wir haben hier richtig viele Nationalitäten. Dazu kommt, dass die Stadt sehr, sehr grün ist. Und wir haben die Eisterfontäne. Und hier im John F. Kennedy Park steht auch mitten in der Stadt eine wunderschöne Fontäne. Jetzt bin ich beim Museum für moderne Kunst angekommen und hier auf diesen Treppen hat Rocky Balboa für seinen legendären Kampf gegen Apollo trainiert und das werde ich jetzt auch machen. Sie haben jetzt auch noch was zu schaffen und zwar Quizfrage beantworten. Diese Woche möchte ich von Ihnen wissen, in welcher Stadt stehen diese legendären Treppen. Nochmal zurückspulen, beantworten, Tickets sichern. Wir sehen uns nächste Woche, denn dann sind wir natürlich auch wieder auf den Spuren von Rocky Balboa.